Wer aus dem Gefängnis flieht und das improvisierte Fluchtseil hinter sich zerschneidet, der A. trennt die Kissen, B. schneidet die Tücher, C. teilt die Matratzen oder D. kappt die Laken. Ihr kennt die richtige Antwort. Es ist wieder Werbezeit. Und auch wenn ich weiß, dass man mir diese Einleitung hier niemals ganz verzeihen wird können, so kommen wir dennoch zum heutigen Büchlein. In Blick nach links dokumentiert Benedikt Kaiser den internen Zustand der heutigen Linken. Besonders interessant ist hierbei seine Diagnose zu Figuren wie Sarah Wagenknecht. Aus Kaisers Sicht stecken solche Persönlichkeiten nämlich gleich in einer doppelten Zwickmühle. Zum einen werden sie intern angefeindet von einer intellektuell immer primitiveren Open Borders Linken, zum anderen scheitern sie an einer konkreten Definition ihres Klientels. Weil eben auch eine Sarah Wagenknecht sich nicht auf das Volk in seinem naheliegenden ethnisch gerahmten Sinne berufen kann, bleibt ihr und jenen wie ihr stets bloß der Verweis auf einen ständigen Work in Progress, auf einen Volksbegriff, der sich durch seine Nichtzugehörigkeit zur Elite definiert und deshalb notwendigerweise schwach und unstet daherkommt. Diese und weitere kluge Einsichten finden sich in Benedikt Kaisers Blick nach links. Literatur im Kurz- und Langformat von Antaios Leute. Werke dies und jenseits des solidarischen Patriotismus. So, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Betreuten Kacken. Der gute Herr Restle hatte noch keinen Mokka-Einlauf heute Morgen, wie zu sehen ist. Dafür wollen wir dann sorgen. Am liebsten auf Alarmwege. Außerdem haben wir noch ein Video von die da oben, darüber, ob Höcke wirklich ein Faschist ist. Und bevor wir dazu kommen, wie ihr gerade gehört habt, heute werden wir wieder gesponsert von den Kaplaken vom Verlag Antaios. Und da hat sich Schatti mal auseinandergesetzt mit Ansage von Manfred Kleine-Hartlage. Ja, genau. Manfred Kleine-Hartlage, den kennt man ja für gewöhnlich. In unseren Kreisen, das war mal ein Linker in den 2000ern noch, also sagt er von sich selbst, war, glaube ich, sogar in den 90ern SPD-Mitglied, aber der hat sich von all dem losgesagt und der macht in diesem Büchlein sozusagen eine Ansage an sein altes Klientel und wirft ihn in so polemischer Weise ihre ganzen Fehler vor, aber halt gut begründet. Ne? Er macht da schon noch Argumente und beleidigt nicht nur rum. Und ja, das Buch ist natürlich scharf geschrieben, aber es lohnt sich schon, da mal reinzulesen. Also vor allem deckt er gut die psychologischen Komplexe auf, die im Feind so zu verorten sind und warum deren Weg scheitern muss oder und warum die das nicht interessiert. Wie gesagt, der analysiert, warum die mit solcher Beharrlichkeit auf einem Weg bleiben. Das ist so ein bisschen die Panzermentalität, sagt er. Also mit der steigenden Macht der Linken hat deren Durchsetzungskraft sich zugenommen, aber auch deren Sicht sich stark eingeschränkt. Und dieser Panzer, der wird erst gestoppt werden, wenn ihm der Sprit ausgeht oder wenn er in irgendeinem Großhindernis stehen bleibt. Aber die Bäumchen der Kritik reichen nicht mehr und so will auch Manfred Kleine-Hartlage sich nicht mit zarter Kritik zufrieden geben, sondern macht eben eine Ansage. Hat mir gut gefallen. So viel zu dem Buch. Ja, die Kaplaken können wir allgemein empfehlen. Eigentlich alles vom Verlag Antaios. Und damit kommen wir zu Monitor. Was hat Resto uns Schönes zu sagen dazu, dass es weniger Geld für Demokratieprojekte geben soll? Schwer zu glauben, aber ausgerechnet jetzt will die Bundesregierung daran sparen. Ausgerechnet bei solchen Projekten, die sich für Demokratie oder gegen Rechtsextremismus einsetzen. Und das alles nur, um die Schuldenbremse einzuhalten, heißt es, weil die für den Finanzminister oberstes Gebot ist. Also wie können wir es noch der FDP ein bisschen reinreiben? Geht es hier eigentlich um gar nicht so viel Geld. Herbert Cordes, Laurie Stürenberg und Till Übelacker. Raus aus Deutschland, du Tourist, wir wissen, wo du wohnst und deine Scheiße. Alter, sie haben alles auf den Typ genommen. Das ist doch der Typ von den Grünen, der in den Bundestag wollte, ne? Der, wer heißt er noch? Werden wir sicher gleich erfahren. Der in den Bundestag wollte, der ein Syrer ist, keinen deutschen Pass hatte. Es war absehbar, dass er nicht reinkommt. Und danach haben sie gesagt, der Rassismus in Deutschland ist schuld. Als Familie deiner Unterstützer besuchen wir auch mal, wenn du nicht verschwindest, du undankbares Schwein. Dieses Land und Europa schulden dir nichts. Stirb.
Es ist nur ein. Abgesendet von einem grünen Account, um diese Reportage hier möglich zu machen. Den Hassnachrichten, die Tarek Al-Aus in den vergangenen Jahren bekommen hat. Vor 8 Jahren floh er aus Syrien nach Deutschland, lernte Deutsch und wollte für die Grünen im Bundestag kandidieren. Als er das öffentlich machte, wurde er mit Hass überschüttet. Doch er bekam. Ja, das und dass er dafür sorgen wollte, dass es nicht mehr heißt dem deutschen Volke, sondern allen, die in Deutschland leben. Dass er das zentrale Motto. Was meinst du, wenn ich nach Syrien gehe und irgendeine relativ harte, extreme politische Partei mir anlache und mich für die aufstellen lassen will, was dann die andere Seite zu sagen hätte? Die wären wunderbar begeistert davon. Kam Hilfe von HateAid, einer Hilfsorganisation für Betroffene von Hassbotschaften. Als HateAid gemerkt hat, dass große Hasskampagnen gegen mir in der Öffentlichkeit gab, haben sie proaktiv mit mir Kontakt übernommen. Und für HateAid bin ich dankbar für die ganzen Unterstützung, die sie mir damals angeboten haben. Und das ist HateAid. In einem Berliner Büro beraten Mitarbeiterinnen Menschen, die in den sozialen Medien beschimpft und bedroht werden, weil sie sich politisch engagieren oder schlicht eine andere Hautfarbe haben. HateAid. Ich hätte da gerne mal ein Beispiel für jemanden, der schlicht eine andere Hautfarbe hat und deswegen da mit diesem großen Hass überzogen wird. Hilft bei Sicherung von Beweisen. Also der macht, keine Ahnung, Videos über Cupcakes oder so, hat aber eine andere Hautfarbe. Vorbereitung von Strafanzeigen, berät zu Sicherheitsfragen. Das wichtigste Ziel unserer Arbeit ist, Betroffene zu befähigen, sich nicht aufgrund von Gewalterfahrungen, von Hass, von Hetze im Netz zurückzuziehen. Denn das würde bedeuten, dass sie nicht länger an der Meinungsbildung teilnehmen und dass sie nicht mehr Bestandteil der öffentlichen Debatte sind. Ja, das ist, glaube ich, das größte Problem für die Meinungsfreiheit in Deutschland. Irgendwelche Linken, die wegen Hasskommentaren sich nicht mehr in der Lage fühlen, ihren Beruf auszuüben, die freuen sich nicht in der Regel, weil sie mit solchen Kommentaren eben in schöne kleine öffentlich-rechtliche Dokus wie diese hier kommen. Doch HateAid. Ich frage mich, was die mir sagen würden, wenn ich da mal anrufe und sage, jo, ich bin strammer Rechter, hab mich über mein Gesetz gehalten und jetzt hassen mich die Linken. Was kann ich denn tun? Frage ich mich wirklich, was die mir raten würden. Jetzt massive Einschränkungen, denn das Bundesjustizministerium streicht bereits zugesagte Mittel in Höhe von 1,2 Millionen Euro für die kommenden beiden Jahre. Dass diese Trullers da, die ihren Tag damit verbringen, irgendwelchen linken Aktivisten dabei zu helfen, Leute zu verklagen, die gemeine Sachen im Internet schreiben, überhaupt so viel Geld bekommen sollten, sollte die Schlagzeile hieran sein. Dass die 1 Euro bekommen sollten, ist die Schlagzeile, ja. Per Mail teilte das Ministerium HateAid mit, der Haushalt 2024 sei von der Einhaltung der Schuldenbremse geprägt. Eine Bewilligung der weiteren Förderung ist demnach nicht möglich. Für Betroffene wie Tarek Al-Aus eine fatale Fehlentscheidung. In Zeiten, in denen wir eine massive Rechtsruck gesellschaftlich erleben. Ist auch die Dreistigkeit von diesem Typen, ist unglaublich. Geht in dieses Land hier rein, geht direkt auf die hart antinationalistische, wir wollen dieses Land verrecken sehen, Partei zu und sagt, hey, ich bin jetzt euer Mann. Und dann kommen von den sogenannten Scheißkartoffeln ein paar gemeine Kommentare im Internet und jetzt ist er in Aufruhr. Vor allem, dann kommt nicht mehr genug Kohle von den Scheißkartoffeln dafür, dass er das schön weiter betreiben kann, dass ihm dabei geholfen wird. Dann beschwert er sich, ja. In denen die Umfragewerte von... Der wird auch so ein harter Zyniker sein, ne? Also jemand, der in Syrien aufgewachsen ist, der wird nicht auf einmal konvertiert sein zu, oh, ich zartes kleines Blümchen, kann hier ein paar Kommentare im Internet nicht ab. Der wird sich ja, sowas von möglich. Ins Fäustchen lachen. Der AfD zu Ober... 20% hochgehen, dann ist das nicht der Zeitpunkt, wo ein Justizministerium innerhalb von Deutschland bei einer Ampelregierung die Mittel für Demokratieförderung Projekte kürzt. Ja, vor allem, weil er ja offensichtlich nicht dumm ist. Er spricht relativ gutes Deutsch. Das heißt, er hat ein bisschen was in der Birne, der wird schon kapiert haben, wie das Spiel so läuft. HateAid ist kein Einzelfall. Insgesamt will die Regierung allein aus den Etats von Innen-, Justiz- und Familienministerium 130 Millionen Euro bei Projekten bundesweit einsparen. Viele Bundesfreiwilligendienste sind betroffen. Oder das Projekt Sinti und Roma für Demokratie in Thüringen. Nein! Wie sollen wir denn das leben? Das Projekt Zivilcourage im Ehrenamt in Hessen-Thüringen. Viele dieser Projekte werden von... Nicht Arbeiter-Samariter-Bund, deine Stimme zählen. Nein. Schatti, wie soll ich das alles noch aushalten? Der Bundeszentrale für... Nicht die Mitmach-Scouts! Auch noch meine Mitmach-Scouts werden mir genommen. Politische Bildung. Und die Respect-Coaches, ja? Wie soll ich jetzt Respekt lernen?
sollen massiv gekürzt werden. Die Bundeszentrale wurde schon kurz nach dem Krieg gegründet. Für die Demokratie, gegen totalitäre Bestrebungen. Sie soll im nächsten Haushalt 20 Millionen Euro weniger bekommen. Wilfried Klein vertritt die Interessen der politischen Bildungsträger und findet, das sei eine falsche Kürzung zur falschen Zeit. In dieser Situation. Der vertritt unsere Interessen, Schlomo. Politische Bildungsträger. Der ist unser Freund. An der wir uns jetzt befinden, mit diesen großen gesellschaftlichen Herausforderungen, verbietet es sich absolut in der politischen Bildungsarbeit zu sparen. Es sind mehrere hundert Trainer. Ja, hallo, Angestellter von der Behörde, die jetzt weniger Geld bekommen soll, finden Sie das eigentlich gut? Nein, finde ich nicht gut. Na, also dann müssen wir Sie ja das Geld zurückgeben. Die von diesen Fördergeldern auch abhängig sind, die ihre Angebote davon abhängig machen. Es geht um Projekte wie im Leipziger Stadtteil Grünau. Hier steht eine der größten Plattenbausiedlungen der ehemaligen DDR. Die AfD bekomme hier immer mehr Zulauf. Viele Menschen hingen Verschwörungserzählungen an, hören wir. Mittendrin liegt das Kommhaus. Uwe Walter und Oliver Kobe leiten es. Das Haus ist Treffpunkt und Veranstaltungsort für Menschen aller Altersgruppen in Grünau. Hier ergibt sich die Möglichkeit, in Ruhe mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Aber wie reagieren, wenn Leute einem mit Verschwörungserzählungen kommen? Hey, gib dir das mal. Die werden da, was weiß ich, hauptberuflich für angestellt, irgend so ein Volksbespaßungsheim zu betreiben, indem sie sich mit den Leuten darüber unterhalten können, wie scheiße die AfD ist. Das ist anstrengend und deswegen ist es auch wichtig, Traumjob, ey. Dass es Vereine oder Institutionen gibt, die einen argumentativ unterstützen, die einen auch uns als Multiplikatoren bilden, um zu sagen, okay, was entgegnen wir den Leuten? Wie gehen wir mit den Leuten um? Okay, du weißt also nicht mal, warum das falsch ist, was die sagen. Du brauchst irgendeine Autorität von oben, die denen die Stichworte dafür gibt, die du denen dann zurückgeben kannst. Denn das Wichtigste sei, dass man mit den Leuten im Gespräch bleibe. Die Sozialarbeiter haben dazu extra einen Workshop besucht. Ja, im Gespräch, das dann so ausgeht, dass die alle ihre Überzeugungen fallen lassen und so werden wie ihr. Sucht, der von der Amadeu-Antonio-Stiftung Bundes... Natürlich. Natürlich. Ja. Die Spinne im Zentrum des Netzes, ja. Ja, deren Schreiberlinge Geld sammeln, damit ein Martin Sellner einen Milkshake in die Fresse bekommt. Es weit angeboten wird. Doch auch dafür soll es bald kein Geld mehr geben. Die Stiftung geht davon aus, dass ihr nächstes Jahr die rund 167... Das? Also, da kriege ich mich kaum mehr ein. Diese Stimmung hier, diese Ambient Noises, die sie an da einblenden. Ne? Aber die Antonio-Stiftung soll kein Geld mehr bekommen. Oh Gott. 60.000 Euro. Die Antonio-Stiftung soll schon noch Geld bekommen. Die glaubt nur, dass dieses Projekt kein Geld mehr bekommen soll. Für das Projekt gegen Verschwörungserzählungen verloren gehen. Also die Plumpheit von dieser Propaganda ist halt wirklich unfassbar. Ja. Ohnehin das Problem, was ist ein Projekt gegen Verschwörungstheorien? Das ist, so muss man es ja sehen, das sind irgendwelche linken Universitätsabsolventen, die dann Antrag schreiben, dann 167.000 Euro rüber gemeldet bekommen und dann vor drei verwirrten Boomern einen Vortrag halten, den sie sich dann für 8.000 Euro abrechnen. So läuft das mit diesen Mitteln. Die Falten über die Augenbraue von der sind quasi wie so zwei Pfeile auf die Nase. Hier, da ist die Nase, falls ihr sie gesucht habt. Politische Bildung viel zu selten erwachsene Menschen erreicht, aber auch Menschen in strukturschwachen Regionen. Und die Menschen, die sich beherzt Rechtsextremismus entgegenstellen und demokratische Werte leben, werden durch diese Kürzung alleingelassen, weil ihnen ein wichtiges Unterstützungsangebot entzogen wird. Das Bundesinnenministerium antwortet uns, der geplante Haushalt biete trotz Einsparungen die Gewähr dafür, dass das Bundesministerium des Innern und für Heimat seine unverzichtbare Arbeit auch in 2024 in allen Politikbereichen erfolgreich fortführen kann. Das Gegenteil ist richtig, weil wer den Haushaltsplan liest, sieht, dass es massive Kürzungen in Bereichen gibt, die Träger unmittelbar betreffen, also die Zivilgesellschaft betreffen, und sie wird die Arbeit nicht mehr uneingeschränkt fortsetzen können. Viele Träger aus Kirchen und Sozialverbänden protestieren seit Wochen gegen die Kürzungspläne der Bundesregierung. Doch Also die Stellen, die nicht mehr, um ihr kleines politisches Spiel da betreiben zu können, so viel Geld bekommen sollen, die finden das nicht gut. Finanzminister Lindner setzt die Einhaltung der Schuldenbremse augenscheinlich über alles.
Dabei hatte sich die Koalition... Das Schwein, das dreckige Schwein. Gerade im Bereich... Der hat uns alles genommen. ...der Demokratieförderung und der Bekämpfung... Guckt sie euch an, das ist die totalitäre Regierung, die unseren kleinen Scheiß-auf-Nazis-Projekten etwas Geld wegnimmt. Oh Gott. Ja. Hasskriminalität viel vorgenommen. Im Koalitionsvertrag heißt es, man werde... Ich frage mich auch gerade bei den Rest dieser Welt, wie viel Zynismus darin steckt. Ich würde unterstellen, bei einem Rest eine Menge. Also der weiß ja, schon sehr genau, was er macht. Die wissen, wie es läuft, denke ich auch, ja. Die Arbeit zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus fortsetzen. Und? Die Arbeit gegen Hass im Netz und Verschwörungsideologien stärken. Lindners Parteifreund, Ex-Bundesinnenminister Gerhard Baum, verurteilt die Kürzungspläne der Bundesregierung und fordert ein Machtwort des Bundeskanzlers. Also ich erwarte zum Beispiel, dass der Bundeskanzler endlich ein klares Wort sagt. In welcher Gefahr wir stehen, das muss er artikulieren. Er hat die Zeitenwende artikuliert. Diese Gefahren für die Demokratie sind auch eine Art Zeitenwende. Ja, es war nicht genug Bernd. Es war nicht genug, oh, die AfD wird uns alle vernichten, wird die Demokratie beseitigen. Davon gab es nicht genug. Dieses negative Signal, das vom Bundeshaushalt ausgeht, darf nicht so stehen bleiben. Tarek Al-Aus hat seine Bundestagskandidatur 2021 gestoppt. Er hatte Angst. Ja, wo sowieso schon klar war, dass das nichts werden kann, weil er bis dahin keinen deutschen Pass bekommt. Was vorher klar war, die wollten nur diesen Publicity-Stunt da durchführen. Wie gesagt, der ist ein ganz abgezockter Hund. Dem war vollkommen klar, was er da macht und der wollte halt heute in dieser Doku stehen, unter anderem. Angst, dass Menschen aus seinem Umfeld angegriffen würden. Nur weil er Hilfe bekam, hat er sich nicht völlig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Noch haben einige der Projekte Hoffnung, dass sie von den Kürzungen verschont bleiben. Und vielleicht besinnt sich diese Bundesregierung ja auch noch einmal und erkennt, was die eigentlichen Herausforderungen dieser Zeit sind. Nämlich Nazis allen aufs Maul zu geben. Es ist halt wirklich, also es ist einfach nur die Kreatur. Ne? Einem fällt dazu nichts mehr ein. Es ist einfach nur, ey, für unsere Scheiß auf die Opposition-Projekte gibt es zu wenig Geld. Wir müssen die mit mehr Geld piesacken können. Okay, bye. Ja, was gibt's da groß zu sagen? Die Zuschauerschaft hat es überwiegend abgelehnt. Endlich mal gute Neuigkeiten, Top-Kommentar. Das Gerüst fällt zusammen. Die Demokratie. Ja, schönes Ding, Reste. Immer schön neues Matt produzieren. Der Hate wird weniger. Damit zu denen da oben. Die wollten dem Abbau unserer Demokratie mal etwas entgegensetzen und haben ein langes Björn rausgehauen. Ihn hier kennt ihr alle. Björn Höcke, Chef der AfD in Thüringen. Was wird wie wird die Frage des Titels am Ende beantwortet? Was meinst du? Es wird ein, wir sehen das etwas differenzierter, aber ja, im Grunde ja. Ja, das denke ich auch, ja. Haben viele von euch schon eine ganz klare Meinung zu ihm. Aber ich verspreche euch, heute erfahrt ihr Dinge über ihn, die ihr noch nicht wusstet. Seit 2014 ist Höcke Fraktionsvorsitzender. Er mag gern Kartoffeln mit Quark. Sitzender der AfD. Und intensive Recherchen, die wir nur mit Mitteln des Bundesinnenministeriums durchführen konnten, haben ergeben, er mag Kartoffeln mit Quark. Wir sind tief ins Feindlager eingedrungen. Baut er seine Macht immer weiter aus. Heute gilt er als die heimliche Partei. Ja, heute gilt er als die, weil er ihn halt am meisten beschmutzt hat von allen AfD-Politikern. Und insofern ist es weniger Arbeit, wenn er einfach die gesamte Partei assoziiert mit ihm. Spitze. Und das, obwohl er mit der Zeit mit immer krasseren Aussagen aufgefallen ist. Ist er nicht. Ihr seid immer hysterischer geworden. Genau. Die krassesten Aussagen, die er eigentlich gemacht hat, die liegen 6 Jahre zurück oder sowas. Die waren nicht so krass. Dass man sich darüber echauffieren müsste. Rückeroberung von Deutschland. Der Mief und der Muff werden jetzt abgeräumt werden, liebe Freunde. Wir werden uns unser Land jetzt weiter zurückholen. Bis hin zur Ja, solche Töne von links wären völlig undenkbar. Ne? Also den Osten zurückerobern, wie oft wurde ein Tenor von der Härte angeschlagen? Das wäre überhaupt nichts, worüber sich überhaupt unsere Seite skandalisieren würde von links. Unterstützung der Holocaust-Leugnerin Ursula Haferbeck. Fast zeitgleich, liebe Freunde,
ist in Deutschland eine 87-jährige Seniorin zu 11 Monaten Gefängnis ohne Bewährung verurteilt worden. Ja, fast zeitgleich mit vermutlich irgendeiner Gruppenvergewaltigung von Migranten oder so, die er vorher angesprochen hat. Ja, und es ist vollkommen lächerlich, dass ihr Oma in den Knast schickt, weil euch ihre Meinung nicht passt. Und das ist, was, 7 Jahre her? Der Verfassungsschutz. Sag ja. Chef ordnet ihn als Rechtsextremisten ein. Und auch aus der Politik kommen deutliche Aussagen über ihn. Das muss man klar benennen. Dieser Typ ist ein Nazi. Ich finde schon krass, wenn ihn Wüst als... Er hätte es jetzt sehr gefeiert, wenn er dann gefallen wäre. So einfach kurz nach rechts geguckt, zack. Ah, herrlich. CDU-Politiker Nazi nennt. Das Wort nutzen ja sonst eher Leute aus der linken Bubble. Also, Björn Höcke wird... Der Wüst nennt jeden einen Nazi. Aus der AfD, weil der sich dann halt auf dieser Grundlage profilieren will. Das ist halt CDU-Karrierist. Ja, weil die Linken den Laden schmeißen und denen gefällt das, wenn ihn nach dem Mund redet. Und seinen Gegnerinnen und Gegnern immer wir unterstützen Wüst übrigens. Wir wollen, dass Wüst die CDU übernimmt. Als Nazi und Faschist bezeichnet. Und ihr habt bestimmt auch schon mal gehört, dass man ihn gerichtlich bestätigt so nennen darf, oder? Das Ding ist... Ja, und Kühners darf man eine Drecksse nennen. So allgemeingültig ist das nicht. Höcke hat sich nämlich gewehrt, als Faschist bezeichnet zu werden. Was da passiert ist, prüfen wir heute mal ganz genau. Und vermutlich denkt Höcke ähnlich wie sein Parteikollege. Als würde da irgendwas dran hängen. Als würde das wirklich irgendwas bedeuten, was irgendein Zeckenrichter da gesagt hat, wie man wen nennen darf. Als hätte das irgendeine Bedeutung. Alexander Gauland. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass die Menschen nicht mehr wissen, was Faschismus ist. Wir dachten uns, dann klären wir das doch mal. Wir schauen uns die wichtigsten Merkmale von Faschismus an und checken dann direkt mal, wie faschistisch Björn Höcke wirklich ist. Los geht's. Ich habe das Gefühl, das Wort Faschismus wird heute eher leichtfertig benutzt. Das sehen wir auch in unseren Kommentaren immer wieder. Dabei ist es eine ziemlich krasse Anschuldigung und auch gar nicht immer so klar zu bestimmen. Es gibt nämlich super viele Definitionen von Faschismus. Aber lasst uns doch mal versuchen, das genauer einzugrenzen. Fast so, als gäbe es da einen gewissen politischen Kampf drum, das für sich als Vokabel zu benutzen, mit der man die Gegenseite beschmutzen kann. Der Begriff Faschismus kommt ursprünglich aus Italien. Er wurde von Benito Mussolini geprägt, der 1921 mit seiner faschistischen Partei an die Macht gekommen ist. Ganz ursprünglich kommt der Begriff vom lateinischen fasces, also Bündel, beziehungsweise im Italienischen dann fascio, der Bund. Im alten Rom war das sogenannte Rutenbündel das Amtszeichen der Leibwachen und war so eine Art Machtsymbol. Es sollte quasi die Stärke der Gruppe gegenüber dem Einzelnen zeigen. Mussolini hat das Zeichen dann für seine faschistische Bewegung übernommen. Bis in die 40er Jahre war er der autoritäre Chef einer rechtsextremen Einparteiendiktatur und hat in der Zeit auf brutale Art und Weise gegen Kommunismus und Sozialismus gekämpft. Der extreme Nationalismus von Mussolini... Ja, ganz im Gegensatz zum Kommunismus, der nicht auf brutale Weise für seine Durchsetzung gekämpft hat, oder was? Ich meine, wenn man sich ansieht, welche Mittel der Kommunismus in den 20er, 30er und 40ern angewandt hat, dann war nichts anderes als ein brutaler Gegenschlag gerechtfertigt. Ich meine, Stalin und sowas, die Mittel, die er angewandt hat, die sind euch ein Begriff, oder? Er hat unter anderem dazu geführt, dass er sich mit Hitler verbündet hat und 1940 an seiner Seite in den Zweiten Weltkrieg eingetreten ist. Durch den engen Austausch der beiden hat faschistisch dann noch eine zusätzliche Bedeutung bekommen, nämlich antisemitisch. Irgendwann hat dann auch Mussolini antisemitische Gesetze erlassen. Der Begriff Faschismus kommt also aus der Zeit von Mussolini. Er wird mittlerweile aber auch ganz klar mit der Nazizeit assoziiert. Heute bezeichnet der Begriff etwas viel Grundsätzlicheres. Das hat mir auch der Politikwissenschaftler Professor Werner Patzelt erklärt. Ich verstehe unter Faschismus die praktizierte Gegnerschaft zum bürgerlichen Staat, konkret die Gegnerschaft zu einer rechtsstaatlichen Demokratie, die auf Meinungsvielfalt gegründet ist. Okay, dann gibt es linken Faschismus nach dieser Definition. Ja, dann sind Kommunisten Faschisten. Dann ist alles eins. Also alles, was weit genug ab... Und islamistische Faschisten auch als Faschisten. Alles, was weit genug abweicht von dem momentanen System im Westen, ist Faschismus. Dann ist der, also dann sind ja auch Monarchisten Faschisten. Also das ganze Mittelalter ist dann faschistisch. Aber es gibt nicht die. Genau genommen, es war immer alles faschistisch bis vor genau. Also, es gibt einen winzigen Teil der Geschichte, der dann nicht faschistisch ist. Ja, das ist so wie wenn du irgendwie die Erdgeschichte dir anguckst und dann den kleinen Fleck, den die Menschheit bisher ausmacht. Ne? So ist das mit der Menschheitsgeschichte und dem Faschismus. Ne? Es ist alles Faschismus und dann halt so ein kleiner irgendwie Regenbogenfleck, das ist nicht Faschismus. Das ist halt so ein bisschen Peak-Boomer, ne? Das ist die große Boomer-Ideologie.
Fand ich der Patzelt der Typ, den du so realistisch fandst häufig? Ja, also im letzten Video ist er irgendwie besser auf, ist er ja tatsächlich auch besser aufgetreten, aber das war jetzt ein sehr schwaches Ding. Also wie gesagt, Patzelt, für mich schwer einzuordnen, aber das war schwach, ja, das, ich muss zugeben. Das war ein Patzer. Gemeingültige Definition von Faschismus, sondern ganz viele verschiedene Theorien und Ansätze. Trotzdem, es gibt schon zentrale Merkmale von Faschismus. Wir haben uns in diesem Video auf vier wichtige Aspekte beschränkt und haben dafür mit zwei absoluten Experten gesprochen. Der Aspekt 1, Kartoffel mit Quark. Politikwissenschaftler Werner Patzelt sagt, für ihn ist Faschismus in erster Linie der Gegensatz zum demokratischen Rechtsstaat und zur Meinungsvielfalt. Angeführt wird eine faschistische Bewegung. Dann ist die momentane Regierung faschistisch. Also auch die will keine Meinungsvielfalt. Auch die will, dass alle unter bunten Regenbogen tanzen. Und wer damit ein Problem hat, der ist halt ein Faschist und gehört weg. Also normalerweise von einer einzelnen Person. Eine solche Gegnerschaft äußert sich üblicherweise in Führerkult. Führerkult ist für faschistische Regime total wichtig. Diese Regime sind nämlich hierarchisch aufgebaut und an der Spitze steht immer... Dann sind wir ja nicht besonders... faschistisch. Ich meine, die AfD hat keinen eindeutigen Führer. Den Björn Höcke, den ihr da aufblasen wollt, das ist einfach ein Landesparteichef. Also an die Führerkulte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts kommt nichts heran, was wir hier irgendwo in Europa beobachten können. Eine Person. Diese Person zieht Leute in ihren Bann und tritt autoritär auf. So will sie erreichen, dass sich möglichst viele Menschen, am besten alle Menschen des Landes, unterwerfen. Und zwar, indem der Führer sich erstmal so inszeniert, dass alle zum Beispiel denken, wenn der Typ das Sagen hat, dann wird es uns allen besser gehen. Das Vor allem die AfD will von deutschen Staatsbürgern keine Unterwerfung. Ne? Wenn wir über Freiheitsrechte reden, ist die AfD wesentlich liberaler aufgestellt als die regierenden Parteien. Das ganze Land wird erlöst von der aktuellen schlechten Regierung. Und wie macht so ein Führer das? Indem er das Volk versucht zu beeinflussen und aufzuwiegeln, vor allem gegen andere politische Bestrebungen. Und das, wenn es sein muss, indem er den Leuten schmeichelt oder lügt. Und dafür gibt es ein ganz eigenes Wort. Demagogie. Genau, Demagogie. Demagogie. Dafür gibt es ein ganz eigenes Wort. Der Demagoge ist ein Mensch, der andere auf seine Seite ziehen will. Dafür täuscht er andere Menschen, indem er zum Beispiel falsche Versprechen gibt oder irgendwelche wilden Behauptungen einfach... So wie die Flüchtlinge werden das Wirtschaftswunder bringen? ...als wahr verkauft. In der Propaganda im Nationalsozialismus war die Hetze gegen Juden so ein ganz klassisches demagogisches Mittel. Zu dieser Hetze gehört vor allem scharfe Kritik an bestehenden Regierungen, um die eigene Ideologie durchzudrücken. Ja, ja, jeder, der jetzt die Regierung scharf kritisiert, der ist Faschist. Ach so! Das ist sehr praktisch. Wir haben unsere ersten zwei Merkmale. Erstens Führerkult und zweitens Demagogie. Das wäre nicht in so einem Video gewesen, aus derselben politischen Richtung, anno 1960 oder 70. Ja. Weil das Verständnis von Faschismus so vielfältig ist, wollten wir uns in diesem Video nicht nur auf einen Experten beziehen. Neben Werner Patzelt haben wir deshalb auch mit Andreas Kemper. Der hat ja drei Worte gesagt bisher. Also. Über sein Verständnis von Faschismus gesprochen. Ja, ich bin Andreas Kemper, ich bin freischaffender Soziologe, befasse mich mit. Der Typ, das ist doch der Typ, von dem der Parabelritter immer seine gesamten Videos abschreibt, ne? Ja, ja, der mit der toxischen Maskulinität, ja, ja. Antidiskriminierung, beziehungsweise ich befasse mich auch mit rechten Netzwerken, mit faschistischen Netzwerken. Für ihn sind zwei andere Merkmale ebenfalls sehr zentral. Für die Nerds unter euch, die gehen auf die Faschismustheorie von Roger Griffin, einem Professor für Zeitgeschichte aus Oxford, zurück. Und jetzt kurz aufgepasst, das ist nämlich nicht ganz so easy zu verstehen. Die Merkmale sind einmal der... Ich kann das kurz klar auszusprechen, der Typ ist ein hardcore voreingenommener politischer Aktivist, ungefähr zwischen Grünen und Linkspartei zu verorten. Sogenannte der Kemper. Ja. Ja. Der kam ja auch von wegen Antifa auf Twitter und also wortwörtlich Hashtag Antifa, ungefähr wie der Gensing. Nationalismus und einmal die Palingenese. Andreas Kemper hat mir das an einem Beispiel erklärt, an dieser Nazi-Parole. Dahinter stecke eine ganz spezielle Sicht auf die deutsche Nation. Versuchen wir erstmal zu checken, was dieser Ultranationalismus ist. Deutschland wäre dann dieser Ultranationalismus, wenn dann Deutschland angesprochen wird, wie als wäre das eine Person. Das ist Usus in jedem nicht westlich modernen Land, dass die Politik das tut. Das wirst du genauso in jedem afrikanischen Land haben, in jedem asiatischen Land. Dass man da das Land natürlich anspricht als ein Gefüge, ist vollkommen normal. Deutschland ist eine Person?
Genau. Deutsche Faschisten verstehen Deutschland nicht nur als ein Staatsgebiet oder so, sondern als etwas Lebendiges. Vielleicht habt ihr auch schon mal den Begriff Volkskörper gehört. So, als wäre das was Biologisches. Und in Deutschland spricht man auch immer von der Familie als Keimzelle der Nation. Und diese Vorstellung haben krasse Nationalisten. Für sie ist besteht das Biologisches. Und ja, ja. Dieses Deutschland aus dem Führer und dem Volk als eine biologische Einheit. Eben ein und dieselbe Rasse, die über allem steht. In der Wissenschaft nennt man so ein Denken eben Ultra. Nein, Moment. Das haben ja selbst die historischen Faschisten nicht so gesehen. Diese biologische Einheit, das ist, also deren starke Überhöhung, das ist genuin nationalsozialistisch. Aber da gab es ja auch schon zwischen den Faschisten und den Nationalsozialisten erhebliche Differenzen. Also bei Benito Mussolini war weniger das Volk, die Art im Zentrum der Ideologie, sondern der Staat, die politische Einheit, die nicht 100% biologisch definiert wurde. Also kriegt mal euren Faschismus geschissen. Nationalismus. Das wäre also unser drittes Merkmal. Dieses Denken von als Deutschland als Körper, da spielen dann so Sachen rein wie Rassenbiologie. Das heißt, wollt ihr bezweifeln, dass etwas gestorben ist, wenn in 100 Jahren wortwörtlich ganz Deutschland aussieht wie Berlin-Neukölln? Hat sich da nicht, sagen wir, ein Organismus bestehend aus vielen, vielen Einzelteilen geeint in Kultur und Ethnie verabschiedet vom Angesicht dieses Landes? Ist in diesem wenn du Frau Abud fragst, wahrscheinlich nicht. Zurück von Deutschland haben nur bestimmte Menschen Platz. Leute, die nicht ins Weltbild passen oder sich dagegen wehren, werden ausgegrenzt. Hier kommt nämlich dann Punkt 4 ins Spiel, die Palingenese. Faschisten gehen davon aus, dass das Volk dieser... Ich find's lustig, wie viel sie von dem jetzt reinnehmen und der patzelt, von dem haben sie irgendwie die zwei gekacktesten Momente und das war's dann. Ne? Der wurde ja du musst einmal Demagogie sagen. Demagogie. Der wurde ja auch sicher für 20 Minuten interviewt, aber bei dem schlagen sie dann kaum irgendwas rein. Nationalismus, das Volk, eine besondere Aufgabe hat in der Geschichte. Nach der faschistischen Idee muss sich das Volk erstmal von irgendwelchem Ballast befreien, weil es von innen oder außen geschwächt wird. Dann muss es eben zu einer Art Erwachen kommen. Wer könnte das von unserer Zeit behaupten? Abstrus! Zu einer Art Aufstand. Nochmal zu unserem Beispiel und der NS-Parole. Diese Ultranation, in dem Fall Deutschland, soll eine Art Verwandlung, eine Revolution durchmachen, also Erwachen. Und dieses Erwachen und quasi zu sich zurückfinden der Nation nennt man wissenschaftlich ausgedrückt Palingenese. Ja, ich weiß, das ist wirklich abstrakt. In faschistischen Strömungen wird sowas oft durch irgendwelche Mythen unterstützt. Kemper hat mir erklärt, die AfD oder Teile von ihr berufen sich zum Beispiel auf den Kiffhäuser-Mythos. Das ist diese Mythologie, dass unter dem Kiffhäuser-Denkmal ein alter Kaiser mit ganz langem Bart schläft und der wartet nur darauf, dass Deutschland irgendwann... Ja, also wenn du mit irgendeinem AfD... Das glauben wir buchstäblich. Ja. Also das ist eine der ersten Sachen, die kommen. Ja, wie gesagt, du wirst kein Gespräch mit irgendeinem höheren AfDler führen können, ohne dass wir genau darauf zu sprechen kommen, was ich gerade zum ersten Mal höre. Die haben schon Bohrungen angeregt, dass wir ihn finden. In Not ist und dann wird er auferstehen aus seinem Grab als neuer Kaiser und das Deutsche. Die spinnen sich da wortwörtlich eine eigene Welt zurecht, ne? Ist halt, ich bin seit 8 Jahren ungefähr in dieser Szene hier. Ich habe noch nie von der Scheiße gehört, die ihr gerade von euch gebt. Das folgt dann halt wieder. Ja klar, mir ist das Kyffhäuser-Ding ein Begriff, aber also schön, den könnte es auch nicht geben und die Dinge würden trotzdem so laufen. Oben und Reichtum führen. Das Kiffhäuser-Denkmal ist ein anderer Name für das Kaiser-Wilhelm- oder Barbarossa-Denkmal in Thüringen, das zu Ehren von Kaiser Wilhelm I. errichtet wurde. Der ehemalige Flügel um Björn Höcke hat da in der Vergangenheit gerne zu den Kiffhäuser-Treffen eingeladen. Solche Mythologien werden gerne benutzt, um diesen palingenetischen Gedanken zu verbreiten, dass die Nation wieder erwachen muss und eine Revolution braucht. Ein Problem, sie sind oft auch gewaltverherrlichend. Ja, ich weiß, das war jetzt ganz schön viel theoretischer Input. Der ist aber wichtig, damit wir gleich Höckes Aussagen mal ganz genau mir läuft schon der Sabber am Mund entlang, so schwer war es. Ey. Faschismus kann man unter anderem an diesen Dingen erkennen. Ein Führerkult, also eine Führungsfigur, steht an der Spitze der Bewegung und hat im Prinzip die ganze Entscheidungsgewalt. Demagogie. Er hätte aber den Typ einblenden müssen. Also aufwiegelndes Verhalten, bei dem andere politische Strömungen bekämpft werden und mit allen Mitteln versucht wird, die eigene Ideologie und Macht zu stärken. Ultranationalismus. Ein Land wird komplett idealisiert und wird quasi zu einem einheitlichen biologischen Körper aus Staat und Volk. Und die Palingenese, also die Wiedergeburt der eigenen Nation und sich von alten Strukturen fundamental loszulösen. So, jetzt haben wir eine gute Analysegrundlage. Ich meine, auch das Volk als einen Organismus zu betrachten. Wie gesagt, find mir eine Nation,
auf dem Angesicht der Erde, die nicht modern westlich geprägt ist, bei der das nicht Usus ist, bei jedem, ja, den du auf der Straße findest. Ja, und selbst wenn nicht, wenn denen das nicht gefällt, ist doch scheißegal, uns gefällt's. Und deswegen wird's gemacht. Um uns Höcke und sein Weltbild genommen. Ja, und es ist einfach kongruent mit der Realität. In der Realität verhält es sich so, dass sich gravierende Dinge in der Gesellschaft ändern, wenn das deutsche Volk demografisch verschwindet. Genauer anzuschauen und die Frage zu klären, wie faschistisch seine Ansichten sind. Vielleicht denkt ihr jetzt, was soll der ganze Aufwand? Ist das nicht längst gerichtlich bestätigt, dass Höcke ein Faschist ist? Wäre ganz so leicht. Das dachte ich mir die ganze Zeit. Ist das aber nicht. Die ganze Debatte darum fing so vor 4 Jahren. Jetzt kommt das Zentristending, oder wie? Ja, das gerichtliche Ding, das ist nicht ganz sauber. Nur weil irgendein Zeckenrichter sagt, ja, kannst du einen Faschist nennen, ist er nicht unbedingt ein Faschist. Und jetzt kommt wieder der Aktivist aus dem Antifa-Block und erklärt uns, warum einer ist. Wir haben beide Seiten gezeigt. Am 20. September 2019 hat die AfD in Eisenach ein Fest veranstaltet. Und AfD-GegnerInnen haben dann eine eigene Veranstaltung angemeldet. GegnerInnen. Die hieß Protest gegen die rassistische AfD, insbesondere gegen den Faschisten Höcke. Daraufhin gab es dann erstmal ein juristisches Hin und Her. Die Stadtverwaltung wollte den Begriff Faschist bei der Demo nämlich verbieten, weil der beleidigend sei. Aber die Leute, die gegen die AfD demonstriert haben, wollten das so nicht hinnehmen. Sie haben Zitate von Höcke gesammelt und die dem Verwaltungsgericht Meiningen vorgelegt, um eben zu zeigen, das ist keine Beleidigung, sondern eine berechtigte Meinung, die sich auf Tatsachen stützt. Und das Gericht hat ihnen am Ende recht gegeben. Das Ding ist nur, seitdem gehen viele Leute davon aus, dass das Gericht bestätigt hat, dass er Faschist ist. Das Gericht hat aber nur bestätigt, dass es genug Hinweise gibt, dass man das als... Ja, und was dieses scheiß Gericht sagt... ist ein Scheißdreck wert. Als Meinungsäußerung sagen darf. Weißt du, wie viele ideologisch verstrahlte Richter es in diesem Land gibt? Die tun immer so, als wären das irgendwie, so ein bisschen, als wären das von Gott berufene Leute, die dann unfehlbar sind in ihren Urteilen. Ne? Davon müssen wir dann ausgehen. Trotzdem hatte der Berliner... Warum haben wir überhaupt eine Regierung? Lassen wir doch direkt die Richter alles entscheiden. FDP-Politiker Sebastian Schaer 2020 im Berliner Abgeordnetenhaus behauptet, dass Höcke ein gerichtlich bestätigter Faschist sei. Dagegen hatte Höcke sich gewehrt und eine einstweilige Verfügung erwirkt. In dem Fall wurde ihm Recht gegeben. Es verletzte doch kein Faschist, ups. seine Persönlichkeitsrechte. In Meiningen wurde eben nur entschieden, ja, hier in dem Kontext ist das Wort okay. Das heißt aber nicht, Höcke ist ein verurteilter Faschist. Ihr seht schon, die Sache ist ganz schön tricky. Zum einen, weil es auch für Faschismus nicht verurteilt werden. Das ist ja kein Straftatbestand. Auch keine klare Definition gibt. Und zum anderen, weil die Bezeichnung als Faschist nach deutschem Recht eher verletzenden Charakter haben kann. Heißt, man muss sich immer den Einzelfall anschauen und auf Basis davon entscheiden. Die Person kann aber natürlich auch immer gegen solche Aussagen vorgehen und dann liegt es wieder in den Händen des jeweiligen Gerichts. Jetzt kommen wir zu Höcke und seinen Aussagen. Es gibt natürlich riesige Mengen an Material, die man sich hier anschauen kann. Wir könnten jetzt auch ganz weit ausholen und Landolf-Ladig-Texte analysieren. Falls euch das nicht sagt, das ist ein Pseudonym, unter dem rechtsradikale Texte in NPD-nahen Zeitschriften veröffentlicht wurden. Von denen man dann nie irgendwas Konkretes hört, ne? Nur NPD-nahe Zeitschrift, ja. Was in den Texten stand, wird irgendwie nie näher thematisiert. Wo dann später klar wurde, dass die Texte ziemlich wahrscheinlich von Höcke mitgeschrieben wurden, auch wenn der das nie bestätigt hatte. Wir konzentrieren uns hier aber vor allem auf seine Reden und auch auf das Buch von Höcke, was schon sehr tief blicken lässt. Zusammen mit Sebastian Henning hat Höcke 2018 das Buch Nie zweimal in denselben Fluss rausgebracht. Also im Prinzip ein 300-seitiges Gespräch zwischen Henning und Höcke. Tauchen wir jetzt mal ein, um zu klären, wie tickt Höcke und wie faschistisch ist er? Eins ist ziemlich klar. Für Höcke ist die AfD der einzige Weg zu seiner Vorstellung von Deutschland. Ich weise euch einen langen und entbehrungsreichen Weg. Ich weise dieser Partei einen langen und entbehrungsreichen Weg. Aber es ist der einzige Weg, der zu einem vollständigen Sieg führt. Und dieses Land braucht einen vollständigen Sieg der AfD. Höcke scheint sich selbst als den Wegweisenden zu sehen und zumindest die... Na, das hat er nicht gesagt. Er hat auch nicht gesagt, dass die AfD zwingend am Ende das ist, was alles wieder ins Lot bringt, auch wenn du natürlich erstmal davon ausgehst, wenn du in deiner Partei bist, die einzige Opposition ist. Aber nein, er denkt, dass eine Partei wie die AfD, dass eine ernsthafte Opposition, die eben nicht vor Leuten wie dir buckelt, der einzige Weg ist, aus dieser Misere hier rauszukommen. Die Strukturen der AfD hat er so geändert, dass auch seine Partei in Zukunft von nur einer Person geführt werden könnte. Ich bekenne mich zur Einzelspitze. Das bedeutet Führung in Freiheit und Verantwortung auf Zeit. Also so wie bei der CDU ungefähr, die ja auch nur eine Spitze haben. Wie bei den Faschisten von der CDU. Er hat Führung gesagt. Denn Höcke hatte auf der Partei...
Parteitag 2022 selbst den Antrag gestellt, der für die Führung der Partei eine Einzelspitze ermöglicht. Das war vorher nicht erlaubt und damit hatte er Erfolg. Lange hatte er damals eine eigene Kandidatur offen gehalten und betont, er könne sich diese selbstverständlich vorstellen. Angetreten ist er dann aber nicht. Berichten zufolge soll es dazu geheime Absprachen mit der Parteiführung gegeben haben. Anstelle von Höcke sind damals dann Tino Kropala. Also Faschist ist, wer versucht, Oberhaupt von der Partei zu werden. Oder sich das vorstellen Was könnte. Er ja nicht mal getan hat. Ja, es nicht ausschließt. Haller und Alice Weidel gewählt worden. Dass das aber keine Lösung war, die für ihn große Zukunft hatte, das hat Björn Höcke auch. Ich bin nicht Faschist, weil ein Gericht das sagt. Ich bin Faschist, weil ich die Partei führen will. Also will ich die Partei nicht führen. Verkündet. Dann wählen wir dieses Mal noch eine Zweierspitze und beim nächsten Mal eine Einerspitze zu wählen. AfD-Kenner wie zum Beispiel der Politologe Johannes Hiltje vermuten, dass Höcke bei den Wahlen im AfD-Killer? Ja, ich weiß, Kenner. Kommenden Jahr dann alleine die Partei übernehmen will. Und da wären wir bei unserem ersten Merkmal, dem Führerkult. Höcke hat sich in der Vergangenheit selbst dafür angeboten. Sind wir bei Führerkult, weil einer offenbar sich vorstellen kann, die Spitze einer Partei zu werden. Das ist jetzt der Führerkult. Die Partei, ja, so wie Friedrich Merz oder wie Scholz oder wie der SPD-Vorstand davor oder wie die Führung der FDP, die wird ja auch nur von einem Mann geführt. Ja, was wollt ihr? In die Zukunft zu führen. Zusätzlich soll Höcke seit einer Weile auf die Einsetzung und Leitung einer sogenannten Strukturkommission drängen, um die Partei weiter nach seinen Vorstellungen umbauen zu können. Die ist allerdings. Weiter nach seinen. Also wie jetzt? Er nimmt Einfluss auf die Partei, in der er ist, im Sinne seiner Vorstellungen. Das nenne ich mal faschistisch. Allerdings parteiintern umstritten. Nach den Wahlen im letzten Jahr hat Höcke aber neben Du kannst nur Faschist sein, wenn du nicht für deine Interessen einstehst. Ne? Es sei denn natürlich, du bist schon von vorne ab kein Faschist, dann darfst du für deine Interessen einstehen. Die Welt wollt ihr gerne wieder haben. In einer Spitze noch mehr erreicht. Während vorher noch einige seiner Gegner aus dem sogenannten gemäßigten Lager im Bundesvorstand waren, hat er seinen Einfluss inzwischen deutlich ausgedehnt. Die sind mittlerweile verschwunden. Im Bundesvorstand ist wohl niemand mehr gegen ihn. Was man sagen kann ist... Ja, das Ding ist, diese Leute... Die sind alle umgekippt in eure Richtung. Wo sind denn jetzt die großen Storys davon, wie Höcke intrigant hinter den Kulissen diesen Leuten quasi den politischen Hals durchgeschnitten hat? Wo kommen die denn jetzt? Ein Meuthen ist selber aus freien Stücken umgekippt, hat dann für euch den Feindzeugen gegeben, ne, um mal ein schönes Höcke-Wort zu benutzen, und hat dann gesagt, oh, AfD als Nazi, oh, ganz rechts, oh, ich hoffe, die Partei geht wieder kaputt. Also das war ja nicht, weil ein Höcke da hinter den Kulissen, keine Ahnung, die Nacht der blutigen Messer gemacht hat. Höcke arbeitet daran, die Macht in der AfD nach und nach zu bündeln. Öffentlich wird Höcke aber nicht müde, immer wieder zu betonen, dass es ihm nicht um seine eigene Person ginge. Also erstmal möchte ich vorwegschicken, lieber Sänger, dass es nicht um meine Person geht. Stattdessen sagt er, es gehe ihm um Deutschland und seine Entwicklung. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Tatsächlich setzt er sich nicht nur für einen diese Überleitung. Strukturwechsel innerhalb seiner Partei an, sondern würde gern auch unsere parlamentarische Demokratie verändern. Ein Ergebnis, das ein klares Nein sagt zu unserer erstarrten Parteiendemokratie. Ein Ergebnis, das Ja sagt zu einer neuen, lebendigen Demokratie. Und das ist unser Auftrag. Eine erstarrte Parteiendemokratie heißt ja erstmal nur, dass wir halt diesen Kartellblock haben von Parteien, die inhaltlich alle am Ende dasselbe wollen und die eine Partei, die irgendeinen anderen Weg gehen will, ne? Dass er das aufbrechen will. Auch die parlamentarische Demokratie ist sowieso am Ende. Das Parlament entscheidet gar nichts. Die kriegen einfach irgendwelche Vorschriften von den Parteivorständen und daran halten die sich halt. Als ob das, also wie gesagt, das Parlament hat überhaupt keine Eigenständigkeit in diesem Land. Tag, liebe Freunde, wir wollen eine neue, vitale Demokratie. Ja, so hat Höcke am 27. Oktober 2019 auf die Prognose zur Landtagswahl in Thüringen reagiert. Damals hatte die AfD am Ende 24,4% der Stimmen bekommen. Höcke will die heutige parlamentarische Demokratie stark verändern. Es solle eine neue her mit mehr Mitbestimmung, zum Beispiel durch Volksentscheide. Und eine Stärkung der wie faschistisch, ne? direkten Demokratie werden wir unsere erstarrte Altparteienherrschaft nicht überwinden können. Höcke findet, das Thema ist von überragender Bedeutung und hat es auch schon im letzten Wahlkampf in Thüringen an die erste Stelle des AfD-Programms gesetzt.
Thüringen soll für ihn der erste Schritt sein. Die Bundesebene soll folgen. Dazu muss man sagen, eine solche direkte Demokratie fordern nicht nur Höcke und die AfD. Auch die Linke setzt sich auf mehreren Ebenen für direkte Demokratie ein. In manchen Bundesländern gibt es bereits die Möglichkeit für Volksentscheide, die je nach Sachverhalten mehr oder weniger bindend sind. Das bekannteste Beispiel dafür ist Berlin. Ein anderes bekanntes Beispiel für direkte Demokratie ist aber die Schweiz. Dort können die Menschen regelmäßig per Volksabstimmung Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen. Deshalb auch der Name. Der Vorteil ist, dass je nach Thema die Menschen direkt... Ist so komisch, ne? Wieso bringen sie diesen Punkt überhaupt rein? Nur um das mal wie ein Für und Wider aussehen zu lassen, quasi den Punkt reinzuwerfen, ist Höcke vielleicht ein Faschist, weil er Volksabstimmungen will? Nee, Volksabstimmungen sind nicht so richtig faschistisch. Ja, sag an, also hä? ...auf die politischen Entscheidungen Einfluss nehmen können und nicht nur durch gewählte Volksvertreter. Allerdings gibt es bei diesem Modell auch Probleme. Viele Menschen beteiligen sich bei solchen Abstimmungen gar nicht. Wenn es dann zu einer Mehrheit kommt, ist das also nicht unbedingt repräsentativ. Kleine und gut organisierte... Ja, das ist ja auch ein Problem bei generell, also jeder Form von Demokratie. Was willst du machen? Ja, echt. Ja, wenn die nicht so ihren Arsch nicht hochbekommen. Ich meine, wie gesagt, ich bin jetzt nicht der größte Freund der direkten Demokratie, aber das ist ja wohl ein schwaches Argument, dass die da nicht hingehen. Können also ihre Ziele super einfach durchsetzen. Demokratie ist schon gut, aber was, wenn keiner hingeht? Also, wenn sie genug Leute mobilisieren. Denk doch mal an die Faulen, ne? Also. Und das kann auch gefährlich werden. Oder wer sagt überhaupt, dass deren Stimme zählt? Gut, das macht für die Zuschauer jetzt keinen Sinn, weil das war vom Drachenlord, den hat er vorgemacht. Eben gegen die Verfassung verstoßen. Auch Höcke und der AfD wird vorgeworfen, die direkte Demokratie für ihre Zwecke einführen zu wollen. Deshalb haben solche Anträge... Ja, die wollen das nicht gegen ihre Zwecke einführen, diese Schweine. Ja, die wollen das für ihre Zwecke einführen, was sie nur können, weil in zentralen Fragen ihr und das Parteienkartell, das ihr unterstützt, gegen den expliziten Willen der Leute handelt. Ja, aber du siehst ja, wie diese Mentalität, die sich in Deutschland so breit gemacht hat, wenn du irgendwas tust, was deinen Interessen dient, bist du ein schlechter Mensch. Du musst das immer, also auch wenn es offensichtlich deinen Interessen dient, du musst das immer durch irgendeinen Bullshit legitimieren, dass das gut ist für irgendwen anders. Ja, die AfD sollte gefälligst, wie Reste gerade, mehr Geld fordern für Demokratieprojekte gegen sich selber und dass die Grünen einfach alles entscheiden können. Ne? Das wäre nobel. AfD in der Vergangenheit immer ziemlich Gegenwind bekommen. Und sie gaukeln damit vor, dass die AfD in guter demokratischer Tradition handeln würde. Denn die repräsentative Demokratie ist ihnen doch in Wirklichkeit ein Gräuel. Sie lehnen die parlamentarische Demokratie ab. Sie verabscheuen sie. Du meinst, so wie unsere Innenministerin, ist die eigentlich eine Kommunistin? Da könnte man mal ein lustiges Video zu machen. Ne? Die Frau, die für den VVN-BDA einen Artikel geschrieben hat, ein halbes Jahr bevor sie unsere Innenministerin wurde. Nancy Faeser, die VVN-BDA, die laut dem VS in Bayern tatsächlich die parlamentarische Demokratie ablehnt und für eine Vorform vom Faschismus hält. Geradezu. Selbst dem Typen, da der Typ glaubt nicht an die parlamentarische Demokratie, der geht danach ins Hinterzimmer und bekommt von seinen Parteioberen gesagt, wie er bei der nächsten Abstimmung, wenn sie dann in der Macht sind, abzustimmen hat. Und da hält er sich dran, weil der auch in Zukunft seinen Parteiposten behalten will. Der ist genauso wenig frei. Also Alarm! Krasser Vorwurf. Und am Ende bleibt es Spekulation. Aber die Forderung nach direkter Demokratie geht für viele als Angriff auf das bestehende System. Das ist ein Angriff auf die Demokratie. Die Forderung nach Volksabstimmung, also das untergräbt unser demokratisches System, wenn die Leute auch mal irgendwie was zu sagen hätten in der Demokratie. Mal die AfD die Nachteile dieses Modells in keinem Wort erwähnt. Im Gegenteil, in einem Antrag der AfD-Bundestagsfraktion wurde 2000... Ich höre immer so viele Aufzählungen der negativen Aspekte, wenn die Grünen für ihre Klimawandelpolitik da eine Rede halten. Kommen die erstmal, also das wird sauteuer, das wird nicht funktionieren und ihr werdet es alle hassen, aber ihr kriegt es trotzdem. Das, so gehört sich eine Rede irgendwie an. Wie viel Zeit haben wir jetzt mit Volksabstimmungen als Argument dafür, dass Höcke faschistisch ist, verbracht? Was zum Teufel ist das für eine Clowns-Show? 21 behaupten. Er nennt nicht, sie nennen nicht die negativen Aspekte von direkter Demokratie, von Volksabstimmungen? Ja, ein Faschist, wie er im Buche steht. Hitler hat auch die negativen Aspekte von Volksabstimmungen beleuchtet. Ein Staat ohne solche direkt demokratischen Elemente ist eine amputierte Demokratie. Solche Aussagen kann man als demagogisch einordnen. Ach so! Okay. Case closed. Höcke selbst geht in seinen Vorwürfen gegenüber dem Staat und dem bestehenden System aber noch weiter. Er verbreitet klar... Er ist demagogisch, was ein Merkmal von Faschismus ist, weil er das derzeitige System dafür anprangert, keine direkte Demokratie zu machen.
falsch. Das ist, also ihr seid geisteskrank. Ihr seid einfach straight up geisteskrank. Behauptungen wie in einem Interview mit AOF1, einem Österreicher. Und das ist jetzt, also das ist das große Video von Funk über Höcke. Da, wir reden jetzt über Volksabstimmungen. Seid geschlagen in 5 Minuten. Türkischen rechtsalternativen Sender. Das war am 17. Juni 2023. Da hat er darüber gesprochen, wie totalitär der deutsche Staat angeblich sei. Wir leben auf jeden Fall nicht mehr in einem voll entwickelten demokratischen Rechtsstaat, sondern in einem Zwischenschritt zu einem neuen sanften Totalitarismus. Es ist ein Gesinnungsstaat, in dem wir leben. Dieses Abwerten. Ja, 100% richtig. Ja, vollkommen korrekt. Was ist das denn, wenn Leute ihren Job am laufenden Band verlieren, einen geballten Medienapparat gegen sich stehen haben, der sie in der gesamten Gesellschaft unmöglich macht, wenn sie abweichen von einer sehr eng umgrenzten Meinung? Bestehenden ja, System. Und auch die ungleichen Urteile, die vor Gericht gefällt werden. Hier, Lina E. kriegt Räumerpause und die anderen, die den Böller vor die Moschee haben gezündet haben und niemanden dabei verletzt haben, die kriegt 10 Jahre oder sowas. Und wie gesagt, von dieser doppelten Strafrechtsbegründung haben wir noch viele weitere Beispiele. Also die ganzen Migranten, die hier auf freien Fuß kommen, wegen wirklich schwerer Verbrechen, und dafür interessiert sich doch auch niemand. Wie gesagt, staatlich finanziert wird hier Geld gesammelt, damit Leute einen Milkshake in die Fresse bekommen, wenn sie abweichen von der Einheitsmeinung. Ein Höcke hat fucking das Zentrum für politische Schönheit vor der Tür stehen, für ein Jahr wird observiert und dann erpresst dazu, mit angeblichen kompromittierenden Details über sein Privatleben, sich niederzuknien vor irgendein Fake-Holocaust-Denkmal mal in seiner Nachbarschaft. Also normale Politik, normale parlamentarische Politik. Dieselben Leute klauen dann so und so viel Millionen Flyer der AfD als ein Fake-Flyer-Service ein paar Jahre drauf und werden dafür beklatscht von eurem gesammelten Medienapparat. Das ist für Werner Patzelt eine Strategie. Zum Faschismus gehört es seit jeher, einen bestehenden demokratischen Rechtsstaat, mit welchen konkreten Begriffen auch immer, als irgendwie verrottet oder versifft auszugeben. Und ja, der Faschismus. Ja, aber was ist das für ein dämliches Argument? Das bedeutet ja, das setzt ja voraus, dass er das niemals sein kann. Das bedeutet ja, egal wie verrottet und egal wie versifft er ist, wenn ich das sage, bin ich Faschist. Das bedeutet, dass die Realität ja niemals ein Argument sein kann dafür. Das macht doch keinen Sinn. Das muss dir doch klar sein. Und ernsthaft, ihr wollt das aufbauen mit den fucking Volksabstimmungen? Ja, der Faschismus wird nicht sagen, ich bin der Faschismus, wenn er wiederkehrt. Er wird sagen, direkte Demokratie wäre geiler. Zum Faschismus gehört es historisch auch, eine fundamental oppositionelle Bewegungspartei als den bestehenden rechtsstaatlichen und demokratischen Institutionen überlegen zu behaupten. Genau das ist ein... Nee, die Opposition soll so tun, als wenn alles, was sie will, beschissener ist als der Status quo. Zentraler Punkt von Höckes Kommunikationsstrategie. Der Mief und der Muff werden jetzt abgeräumt werden, liebe Freunde. Wir werden... Ja. Der Muff von 1000 Jahren unter den Talaren hat ihr 68 geschrien und damit schön Erfolg gehabt. Und jetzt sollen es die anderen nicht nachmachen. Es ist keine... Also jede Opposition nach diesem Schema wäre faschistisch. Jede Opposition, die ihren Job ernst meint. Ja, und Patzelt soll mal sagen... Wie ich denn wenn ein System wirklich verrottet ist, wie ich es dann als verrottet kritisieren kann, ohne gleichzeitig mich des Verdachts auszusetzen, Faschist zu sein? Daraus soll er mal eine Antwort finden. Und jetzt weiter zurückholen. Höcke hat aber in der Vergangenheit auch immer wieder klar gemacht, dass im Zuge einer Umstrukturierung Deutschlands auch nicht auf jeden Rücksicht genommen werden könne. Und das teils in krassen Worten. Auch wenn wir leider ein paar Volksteile verlieren werden, die zu schwach oder nicht willens sind, sich der fortschreitenden Afrikanisierung, Orientalisierung und... Das ist doch nicht seine Änderung der Gesellschaft, sondern er beschreibt die Änderung, die wir momentan unter euch erfahren. Er sagt, dass dabei etwas zu Bruch geht. Er ist doch nicht der Typ, der die fortschreitende Afrikanisierung auf den Weg bringt. Islamisierung zu widersetzen. Da sind, bei der Rassenbiologie, also es gibt ja die Rassenhygiene, und die Rassenhygiene meint halt, halte deine Rasse sauber. Ja, das heißt, man muss halt... Nein, das ist kein Reinlichkeitswahn, das ist ein realistisches Betrachten davon, dass Deutschland nicht Deutschland bleiben wird, wenn wir demografisch in einem Haufen Arabern und Afrikanern verschwinden. Weder kulturell noch genetisch. Alles wird sich ändern. Es gibt keinen Aspekt, der sich nicht ändern wird. Ja, vor allem jeder Afrikaner, jeder Araber sieht in dem Typen den größten Allmann, der je gelebt hat.
auch sich trennen von Teilen der eigenen Rasse, in Anführungszeichen, die halt dekadent geworden sind. Er hat gesagt, dass die bei eurem Projekt der großen Buntheit verschütt gehen. Nicht, dass er sie verschütt gehen lassen wird. Das sehen wir jetzt schon. Der große Filter, den sehen wir ja schon in den Geburtenraten. Ich meine, ich bin wirklich gespannt, welche durchschnittliche Fertilitätsrate die Zoomer-Generation haben wird. Wie viele Kinder pro Frau kriegt die Zoomer-Generation? Also, ich könnte mir vorstellen, dass es 0,5 wird oder sowas. Nicht mehr der Art, von denen muss man sich dann trennen. Im Nazi-Regime wurden aus so einer Überzeugung heraus zum Beispiel auch Sozialdemokratinnen und KommunistInnen verfolgt. Dieses Rassendenken gehört ganz klar zu der Vorstellung, dass zu Deutschland nur ganz... Das Rassendenken, also das überhaupt... Deutsche wahrnehmen als eine Volksgruppe, wenn man so will, als eine genetische und kulturelle Volksgruppe, das in jedem nicht modern westlich geprägten Land und auch im gesamten Westen vor sehr kurzer Zeit ebenso bei den Alliierten, die die Nazis besiegt haben, Usus war. Das waren auch Faschisten. Ja. Faschisten haben die Faschisten besiegt. Ganz bestimmte Deutsche gehören. Womit wir bei Punkt 3 und 4 wären, dem Ultranationalismus und der Palingenese. Um Deutschland reinzuhalten, muss sich für Höcke was ändern. Ja, neben dem Schutz unserer nationalen und europäischen Außengrenzen wird ein groß angelegtes Remigrationsprojekt notwendig sein. Und bei dem wird man, so fürchte ich, nicht um eine Politik der wohltemperierten Grausamkeit, wie es Peter Sloterdijk nannte, herumkommen. Für Werner Patzelt ist das eine bewusste Entscheidung, nicht einfach für politisch streitbare Forderungen einzutreten, sondern immer wieder auf eine solche extreme Wortwahl zu setzen. Das Gemeinde kann man auch anders ausdrücken. Es bräuchte... Das ist keine extreme Wortwahl, das ist eine realistische Wortwahl. Das ist eine realistische Beschreibung dessen, was nötig werden wird. Und die Geschichte wird ihm wahrscheinlich recht geben, dass es sich genauso abspielen wird. Eine Abschiebung jener Geflüchteten, die keine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland haben. Und da wird es nach allen Erfahrungen nicht auf- ich meine, wenn ihr es als den neuen Holocaust im Endeffekt darstellt, die Leute abschieben zu wollen, ist das vollkommen okay. Wenn wir selber von einer wohltemperierten Grausamkeit dabei sprechen, dann sind wir Faschisten. Ausreichend, denen einen freundlichen Brief zu schreiben, sie möchten doch bitte innerhalb der nächsten 14 Tage das Land verlassen. So könnte man die Sache auch ausdrücken. Aber Höcke, aus welchen Gründen auch immer, ist lieber bereit, Nazi-Anklänge zu verwenden. Ach komm, du hast gerade dem Höcke vollkommen recht gegeben, dass die Leute, die hier in hunderttausendfacher Ausführung ausreisen müssten, es nicht tun werden, wenn wir ihnen einen Brief schreiben. So, und das hat der damit gemeint. Ja, das sind halt andere Mittel nötig. Der muss ein bisschen gemeddelt werden mit diesen Leuten. Dann statt einfach die Dinge, Sachen... Es involviert keine Züge, sagen wir es so. ...nicht zu schildern und dann eben... Ja, von mir aus involviert ist Züge, nur halt nicht ins Lager, sondern zurück in das verdammte Heimatland. Die Position auch sachlich zu streiten. Höcke scheint also sogar gezielt Nazi-Vokabular zu verwenden. Das ist eine Strategie von... Nazi. Wie sind wir jetzt eigentlich zu Nazi-Vokabular gekommen? Mit was wurde das gerade abgeglichen? Im Wesentlichen damit, dass Patzelt gesagt hat, ja, inhaltlich ist das alles korrekt, aber er hätte es auch anders formulieren können. Er hätte es auch netter sagen können. Also Nazi-Vokabular. Ihm, dass er halt diese NS-Begriffe sprechbar machen will und wenn man halt diese... Ihr müsst auch mal irgendwie darlegen, inwiefern das ein NS-Begriff sein soll. Ich habe das sogar aus eurem Mund bisher noch nie gehört. Diese Tabuisierung der Nazi-Sprache durchbricht und plötzlich alles wieder sagt. Ihr sagt Nazi-Sachen. Ihr tut Hass-Sagen. Wagbar ist, na, dann kann man auch wie die Nazis denken. Wenn man wie Nazis denkt, dann ist es nicht weit bis zur Legitimation des Handelns. Und das scheint System zu haben. Bis hin zu... Endstation Buchenwald. Da-dam. Offensichtlichen Provokationen. Zum Beispiel 2020 bei einem Treffen des mittlerweile offiziell aufgelösten extrem rechten Flügel. Und zwar mit einer an seine Gegner gerichteten Forderung, dass... Die nicht in der Lage sind... Das Wichtigste zu leben, was wir zu leisten haben, nämlich die Einheit, dass die allmählich auch mal ausgeschwitzt werden. Seine Gegner innerhalb der Partei, wohlgemerkt, ne? Hier geht's um Leute wie halt Meuthen. Ja, ausgeschwitzt, ja. Ohne Scheiß. Was für einen Schaden man haben muss, dass man ernsthaft denkt, wie wäre das denn strategisch auch zu verstehen aus seiner Warte, dass er hier das Wort Auschwitz andeuten will? Ja, außerdem heißt der Ort, an dem das Lager stand, nicht Auschwitz, sondern Auschwitz. Das ist eine zufällige Namensähnlichkeit. Aber das ist ja nicht dasselbe.
Und das ist krass. Und er hat das Wort ausgeschwitzt verwendet, irgendwo in 700.000 Stunden Reden, die er gehalten hat. Das ist eine Anspielung auf Auschwitz, das KZ, in dem mehr als 1 Million Menschen systematisch ermordet worden sind. Tatsächlich muss ich... Woher wisst ihr, dass das da... Darf ich jetzt nicht mehr ausschwitzen? Wenn ich in eine Sauna gehe, dann darf ich dieses Wort nicht benutzen. Erkältung? Und wie gesagt, das schreibt sich ja nicht mal so. Höcke aktuell für eine ähnliche Sache vor Gericht verantworten. In einer Wahlkampfrede 2021 soll er NS-Vokabular verwendet haben. Was war das Medium, das exakt diese Überschrift genommen hat? War das der Spiegel? Ein großes deutsches Leitmedium hat auf jeden Fall exakt diese Überschrift mal genommen, und zwar nicht in einer ironischen Art und Weise. Ne? Das ist ein Spruch, der ist so generell, also wenn Sachen wie alles für Deutschland, Sachen wie diese Dreier-Wortkombination ein Hinweis oder Beweis dafür sein sollen, dass jemand anspielen wollte an die SS, dann kannst du im Endeffekt nicht mehr die deutsche Sprache benutzen, ohne Gefahr zu laufen, irgendwelche Wortkombinationen zu benutzen, die man ihm so auslegen kann. Unter den anderen Parteien herrscht beim Thema Höcke schon seit vielen Jahren eine ungewöhnliche Einigkeit. Und er hat das nicht isoliert gesagt, er hat das gesagt, eingebettet in einen Schwall aus alles für Thüringen, alles für noch irgendwie 2, 3 andere Sachen, alles für Deutschland. Von CDU bis Linke wird er seit Jahren öffentlich als Nazi oder Faschist bezeichnet. Dann gibt's einige, die sagen, warum nennt der CDU-Generalsekretär Herrn Höcke einen Nazi? Ganz einfach, weil er... Ist das der Bruder von Zelensky? Der hat irgendwie denselben Augen. ...einer ist, weil er erwiesenermaßen einer ist. Der Faschist Höcke hat bedauert, dass Hitler als, Zitat, absolut böse dargestellt wird. Und auch unsere... Nein. Ja, das ist auch... Wie gesagt, sag erst du es mal. Da sind wir wieder bei der Sache, die wir in der letzten Reaction hatten. Da wurde genau derselbe Trick angewandt. Man hat eine Analyse dessen, dass das metaphysisch absolut Böse, das Dämonische quasi benutzt wird von der Nazi-Vergangenheit, um heute abzuschrecken vor jeder Abweichung vom momentanen System. Ja. Damit streitet man nicht ab, dass die Nazis böse waren. Man sagt, ihr braucht diese Figur und ladet sie deswegen mit einer unglaublichen Bedeutung auf und macht sie omnipräsent. Ja, wie gesagt, langfristig muss und wird, wie du das schon gesagt hast, allein aus entropischen Gründen Hitler als Staatsmann seiner Zeit betrachtet werden, der von mir aus durchaus brutale Politik durchgeführt hat. Aber das wissen wir ja auch von antiken Herrschern, dass er trotzdem nicht mehr denselben Punch, wie es mal hatte. Experten sind sich offensichtlich einig, wenn es um Höckes Weltbild geht. Viele von Höckes Vorstellungen und Strategien kann man als faschistisch bezeichnen. Aber ich sage hier ganz bewusst nicht, Höcke ist ein Faschist. Menschen sind ja nicht einfach nur die Ideologie, die sie verkörpern. Aber Höckes Ideologie ist... Vielleicht ist er auch nett zu Hunden privat, wer weiß. Obwohl Hitler, ne? Ganz klar faschistisch. Fazit. Höcke gibt sich selbstbewusst. Er will nächstes Jahr mit. Deswegen sage ich bewusst auch nicht, dass er ein Faschist ist. Ich lasse es nur noch mal den linken Aktivisten hier sagen, der meine Experte war für das ganze Video. Ministerpräsident werden und in die Staatskanzlei in Thüringen einziehen. Und auch wenn eine Regierungsbeteiligung der AfD aktuell als unwahrscheinlich gilt, Höckes AfD in Thüringen hat regelmäßig Umfragewerte von über 30%. Deswegen wird man ein abschließendes Urteil oder ein vorläufig abschließendes Urteil über Höcke am besten davon abhängig machen, wie er sich nach dem absehbar kommenden AfD-Wahlerfolg in Thüringen als dort ganz unangefochtener Oppositionsführer verhalten wird. Denn dann könnte es sein, dass Höcke seine Absichten und seine politischen Ziele noch deutlicher machen wird. In der Bundes-AfD... Ja, er wird einen Antrag für den Bau eines Lagers schreiben. Ja! Wie gesagt, ihr tut so, als gäbe es hier eine Eskalationsspirale, in der Höcke immer mehr abdreht und immer mehr durchscheinen lässt, dass er in Wirklichkeit ein Fan des NS ist. Ne? Es ist kompletter Schwachsinn. Ja, das Gegenteil ist der Fall. Der ist eigentlich in seiner Sprache moderater geworden. Hat Höcke wohl jetzt schon viele für sich gewonnen. Mittlerweile hat er quasi den kompletten Parteivorstand hinter sich und gilt längst als der geheime Parteichef. Und wie gesagt, er gilt als das, als dass er gelten muss für euch. Ne? Er ist nützlich für euch, weil ihr ihn einfach beschmutzt habt, wie wahrscheinlich keinen anderen in der jüngeren deutschen Geschichte. Treibt die ganze Partei immer weiter nach rechts. Das heißt auch, Höcke verbreitet in... Immer weiter nach rechts. Wo steht die AfD heute rechter als, sagen wir, 2019, 2020? Ne? Ich meine, zumindest nachdem die Meutens weg waren, die noch so ein bisschen das Conservative-Ding reingebracht haben, wo hat sich danach irgendetwas nach rechts bewegt, großartig? Es ist dieselbe AfD. Es ist dieselbe AfD, die immer beliebter wird, deswegen müsst ihr immer hysterischer werden und sie immer verpönter machen. Auf jeden Fall versucht ihr es immer verzweifelter, weil ihr halt eure Fälle wegschwemmen seht.
Der AfD ist ein faschistisches Weltbild und setzt sich selber als Anführer in Szene. Die gemäßigten Kräfte in der Partei sind Schnee von gestern. Die sozusagen Gemäßigten sind aus der AfD vertrieben worden. Die Realos haben bislang sämtliche Machtkämpfe um Parteiführungspositionen verloren. Ja, weil es auch Kack sind, weil sie Ideen haben, die nicht mehr zeitgemäß sind, weil die eine CDU aus den 90ern haben wollen, die uns nicht weiterbringt. Das hat inhaltliche Gründe. Und sie sind auch immer einfach vor dem Druck von außen eingeknickt. Ja, ne? Genau. Sie haben es nicht ertragen. Immer wieder Nazi, 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 Nazi und der Druck, ja, die Bedrohungslage. Sie haben irgendwann gesagt, okay, ich habe gesündigt, bitte nehmt mich zurück in euren Schoß. Ja, sie wollen das Spiel nach den Regeln von 2005 gewinnen, was nicht geht. Die AfD wird immer mehr zu einer faschistischen Partei und es ist wichtig, das zu erkennen. Ich sag nicht, also ganz bewusst sage ich nicht, dass Höcke ein Faschist ist. Bitte, Zeckenpeter, sag nochmal, dass Höcke ein Faschist ist. Alles klar, danke. Und die Partei wird immer faschistischer. Vielen Dank. Ich finde es aber auch wichtig, aber rechts oben steht meine Meinung. Wichtig, den Begriff Faschismus nicht zu leicht zu verwenden. Und meine Meinung burnt. Sich immer im Klaren darüber zu sein, was für eine krasse Anschuldigung das ist. Man darf nicht vergessen, wie viel Leid der Faschismus noch vor gar nicht so langer Zeit über viele Menschen gebracht hat. Deshalb muss man sich mit solchen Vorwürfen differenziert auseinandersetzen. Wie seht ihr die? Man darf sie nur gegen Rechte benutzen. Ne? Sonst man darf sie nur benutzen, wenn sie unseren Zielen auch wirklich dienen und nicht nur, weil ihr es geil findet. Ja, und da sind wir bei der wirklichen Bedeutung des Wortes. Ein ernsthafter Feind von eurem Regime. Das habt ihr ja quasi selber umrissen im ersten Drittel von diesem Video. Ne? Ihr habt gesagt, ja, jeder, der das momentane System ernsthaft in Frage stellt, jeder, der das momentane Machtbollwerk ernsthaft in Frage stellt, ist ein Faschist. Oder das ist auf jeden Fall ein dickes Merkmal von einem Faschisten. Die Entwicklung der AfD und wie schätzt ihr die Gefahr, die von Höcke ausgeht, ein? Schreibt. Ich kann nachts kaum schlafen. Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Bevor ihr weg seid, klickt doch noch schnell unseren Abo-Button und bleibt politisch immer auf dem. Auch hier fast 50-50. Von den Likes und Dislikes. Schreiben die da drin so. Ich bin aus der Schweiz und dass nicht alle abstimmen oder wählen gehen, ist wahr. Doch so manche Abstimmungen im Bundestag glänzen auch durch die Abwesenheit vieler Parlamentarier. Ja, wie gesagt, dann ist Höcke ein Faschist. Höcke hat nicht erwähnt, dass bei Volksabstimmungen das Problem ist, dass nicht alle abstimmen. Es wird immer wieder auf Björn Höckes Buch Bezug genommen. Auch sie tun das. 300 Seiten, dennoch zitieren sie nichts Konkretes aus seinem Buch. Naja, auf einmal, aber gut. Konservativ ja, nennt unsere preußische Vergangenheit in Friedrich den Großen als sein Ideal. Björn Höcke ist Lehrer, er prangert die Bildungsmisere in Deutschland an, finde ich auch. Fazit, also ich finde beim besten Willen keine faschistischen Textstellen, ist ein Top-Kommentar hier mit 121 Daumen nach oben. Tja, ja. Ja, begeistert sind sie nicht. Gut, das war mal wieder Politikunterricht der Spät-BRD. Ja, von der guten Frau Tagesschausprecherin hier, von die da oben übles Format. Es war etwas schlimmer, als ich gedacht hätte. Also ich hätte gedacht, dass sie... Sie haben ja im Endeffekt gesagt, er ist ein Faschist, er ist ein Faschist, er ist ein Faschist. Ich will ihn keinen Faschist nennen, aber naja, er ist ein Faschist. Und das war's dann. Also ich hätte gedacht, die geben dem Ganzen noch einen intellektuelleren Anstrich im Stile von, wir wollen, also glaubhaft, wir wollen jetzt tatsächlich hier nicht sagen Faschist, also da erlauben wir uns kein Urteil, aber es soll hängen bleiben, Faschist. Das hätte ich gedacht, aber nee, im Endeffekt sagen sie, ja, ist ein Faschist. Alles klar. Jo, also wer war Sponsor? Genau, die Kaplaken, Ansage von... Kleine Hartlage. Wie gesagt, nicht nur eine unbequeme Schlafposition. Kauft euch die Kaplaken, guckt bei dem Angebot von Antaios vorbei und wir sehen uns das nächste Mal.